Moin Moin, Miro hier. Heute geht es um ein paar Google Plus Ärgernisse und wie man sie ausstellen kann. Dafür klickt ihr hier erstmal auf Einstellungen und wartet mit mir zusammen darauf, dass die Seite endlich lädt. Naja, in der Zwischenzeit geht es auch weiter. So, erstmal wichtig, damit andere Leute eure Kommentare beantworten können, ist, dass ihr hier alle eingebt. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel meine Kreise oder nur mich. Das wäre dann sozusagen für eure Freunde. Wichtig ist alle, sonst können eure Abonnenten da nichts schreiben. Ja, die sozialen Empfehlungen, die mache ich auch aus, damit mein Name nicht irgendwo in Google-Werbung erscheint. Die Abos, diese Benachrichtigungen, da will ich auch nicht, denn das ist im Prinzip einfach nur Spam. Das weiß ich ja eh, das kriege ich ja mit. Ja, bei den Fotos hier, da habe ich auch alle Häkchen rausgemacht, denn ja, nur zur Sicherheit, falls ich meins hochlade. Außerdem habe ich die Qualität hochgesetzt. Und dann ganz wichtig, den Haken hier rausnehmen. Ja, ich benutze Google Plus nicht wirklich, also muss es auch nicht angezeigt werden, wenn ich irgendwas poste. Hier habe ich auch alle drei Haken rausgenommen. Sehr wichtig ist, dass YouTube-Videos deaktiviert wird. Sonst ist bei eurem Google Plus-Profil eure YouTube-Seite zu sehen. Und vielleicht wollt ihr das ja gar nicht mit eurem Klarnamen in Verbindung gebracht bekommen. Und als Schlussstein machen wir dann auch noch die Suchergebnisse raus. Ja, das war's von mir. Grüße aus dem Norden.